Hey! Was haben wir denn hier? 7 kleine Naturochser, 3 kleine Gräben und 2 kleine Bürstensprünge. Heute ist ein Wettkampftag. Schlage die Bestzeit, um zu gewinnen und weitere Rennstrecken freizuschalten. An jedem Wettkampftag kannst du nur an einem Rennen teilnehmen. Das bedeutet, dass du bis zum nächsten Mittwoch oder Sonntag warten musst, um dich an die soeben freigeschaltete Rennstrecke zu wagen. Inzwischen kannst du die Geschicklichkeit deines Pferdes verbessern und Übungsrennen reiten. Denk daran, dass jedes Rennen eine bestimmte Zeit erfordert. Mit anderen Worten, die Anzahl der Versuche, die du zur Verfügung hast, ist begrenzt. Hey! Dann wollen wir noch mal schauen hier. Oh, schade, wir kriegen im Übungsrennen keine Geschicklichkeit dazu. Ich sollte wahrscheinlich hier zwischendrin, wenn ich nicht gerade springen muss, immer mal wieder ein bisschen... Wow, okay, der Graben, der Graben war schon krass. Na los, weiter. Hey! Nur bei den Hindernissen müssen wir ganz schnell reiten. Hey! So, da kommt... Ja! Yay! Nee, da müssen wir hin. Hey! Macht sie gut, meine kleine Maus. So, reicht das? Jo. Hey! Hey! Das ist auch wieder ein Graben. Ah, aber guck mal hier, diese Ausdauer da, die geht nicht runter. Hey! Hey! Toll! Ach, das war das Ziel. Ach, toll! Wir haben gewonnen! So schlagende Zeit, es war 1,50, 1,40 sind wir geritten. Du hast 100 Credits gewonnen und dich qualifiziert für die Windmühle. Yay! Na, das ist doch mal nice. Guck mal da, da können wir doch jetzt noch ein paar Hindernisse überspringen. Einfach, um noch ein bisschen Geschicklichkeit bei Jewel aufzubauen. Ich denke mal, wenn wir diese Stärke bekommen, ich glaube, das ist nichts anderes als Ausdauer quasi, dass wir die Energie länger aufrechterhalten können. Hey! Wäre jetzt mal so meine Vermutung. Ich kann mich natürlich auch täuschen. So, dann verbinden wir das doch gleich mal noch eine Runde hier. Also ich hoffe, dass sich das einfängt. Jetzt geht's ja wieder. Die ersten Folgen ging's ja auch. Hey! Weil es wäre jetzt schade, wenn das an sowas wie diesen Abstürzen scheitern würde. Und ich finde es halt ansonsten, es ist ein bisschen langwierig, aber ich finde es ansonsten eigentlich ganz cool. Auch wenn mir das richtige Dressur und richtige Springreiten fehlen. Und wir müssen ganz schnell gucken, dass wir hier eine Vorbildfunktion erfüllen und dir einen Helm verpassen, der Guten. Was war los, Jewel? Warum wolltest du nicht springen? Esel? Hey! So, und den Baumstamm machen wir noch. Und ich würde sagen, dann kehren wir zurück. Dass wir das dann noch austesten können, wir reiten die noch einmal andersrum, dass wir das dann noch einmal austesten können mit der Weide und dem Saubermachen der Box. Hey! Guck mal da, jetzt haben wir schon fast den nächsten Balken erreicht. Den müssten wir dann für das Windmühlenrennen vollkriegen, ne? Vermute ich mal fast. So. Ja! Und wieder Gas geben. Hey! So, das passt schon. Hat sie heute genug getan? Da
Dann gucken wir jetzt mal, ob wir die unterbringen können. Wir haben jetzt das hier abgeschlossen. Stallsäubern müssen wir halt noch machen. Gewinne alle Feldrennen. Okay, da brauchen wir dann noch ein bisschen für. Ach so. Ja, ich will doch. Ich will da doch gar nicht so dicht dran, weil mein Pferd klebt da dran. Oh, kannst du mal bitte enger rumgehen? Ich will absteigen, verdammte Hacke nochmal. Das sind so Punkte. Das ist dann wieder was, was mich echt stört. Das ist auch, da bin ich dann so absolut ungeduldig. Ganz schlimm dann. So. Dann komm mal mit. Lass dich absatteln, dann stellen wir dich gleich auf die Weide, füllen wir dich raus und kümmern uns um die Box. Boah, wir haben gleich schon 3:30 hier im Game. Das ist ein bisschen tricky, das mit der Zeit hinzubekommen, aber das ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Das macht das Ganze ein bisschen schwerer. Und wenn es zu leicht ist, ist das ja auch doof. So, komm mal mit. Und dann gucken wir mal. Auf der Koppel können sich deine Pferde ausruhen. Das erleichtert auch deine viele Arbeit auf dem Hof. Wenn dein Pferd auf der Koppel verbleibt, wird es am nächsten Tag nicht als Arbeitspferd mitgezählt. Das heißt, es zieht dann weniger Gäste an und erzielt geringere Einkünfte. Okay, ich will ja nicht, dass sie da bleibt. Ich will ja nur, dass sie mal kurz Platz macht, dass ich ihre Box sauber machen kann. Das ist ja gerade eigentlich mein Ziel. Und da muss ich an den Besen. Ha! Heuboden ausmisten. Hier hältst du den Stall sauber. Jede belegte Box wird mit der Zeit schmutzig. Nimm dir die Zeit, sie alle zu säubern. Bist du sicher, dass du ausmisten möchtest? Das Ausmisten dauert ungefähr 14 Minuten. Ach so. Jewel, kommst du bitte? Ich weiß gar nicht, da muss ich sie ja wahrscheinlich gar nicht runterholen, ne? Also rausholen aus der Box. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich glaube nicht, dass ich das dann muss. Wenn ich dann nur auf den Besen klicken muss. Oh, was wäre das praktisch? Man tippt einmal den Besen an, dann echt und alle Boxen sind ausgemistet. Das wäre ja mal was. So. Putzen. Nein, wir putzen morgen. Wir lassen heute das Putzen weg. Oh, du armes Pferd. Ja, ich denke mal, es wird kein weiterer Gast erschienen sein in der Zwischenzeit, beziehungsweise niemand, der ein Fohlen trainiert haben möchte. Nee, momentan gibt es keinen Kunden. Wir haben alle keinen Bock auf mich. Was haben wir hier eigentlich? Das ist eine Attrappe und das hier? Anlage, renovieren. Dafür brauchen wir 2 Sterne, um das zu renovieren. Ja, alles klar, das kriegen wir schon noch hin. Schlauch installieren und baue eine Brücke. Wo finden wir den Schlauch? Ist der hier den Weg links rein? Hierfür brauchen wir sogar eine 3-Sterne-Bewertung. Also wird das damit nichts zu tun haben. Dann lasst uns jetzt mal noch ganz kurz am PC gucken. Ob wir da sowas kaufen können. So. Ich wollte hier sowieso mal noch schauen.
Eine Standardimpfung sollte ich vielleicht auch... Boah, aber die ist teuer. Hier, ein Schlauch. 150, boah, aber brauchen wir ja für die... Für die Bewertung hier. Was haben wir denn hier? Eine Pferdedusche ist eine der Vorbedingungen für eine 2-Sterne-Bewertung. Den Schlauch für die Pferdedusche kaufst du im Online-Shop. Danach musst du ihn im dafür vorgesehenen Bereich installieren. In der Pferdedusche lassen sich deine Pferde schneller säubern. Das ist also scheinbar wirklich eine gute Investition gewesen. Ist das im Stall oder ist das außen vor? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wo sich das befindet. Wahrscheinlich hier, ne? Ja. Wow. Ja, wir haben den Schlauch doch. Scheinbar kostet das nochmal extra Credits. Was ein Beschiss. Okay, okay, dann würde ich sagen, lege ich mich für heute schlafen. Wir haben es jetzt 5:30, da kann man ja schon mal schlafen gehen. So, es blinkt uns hier an. Pferde füttern. Echt? Nochmal? Kriege ich dafür auch nochmal... Jetzt laufe ich hier hin und her und vor und zurück. Ich dachte, ich kriege keine weiteren Aufgaben mehr, wenn einer abgeschlossen ist. Okay, wieder was dazugelernt. Hier kann ich scheinbar den Stall noch ein bisschen ausbauen. Können wir gleich mal noch eben gucken. So. Okay, da brauchen wir auch mehr Sterne. Ich denke übrigens, ich werde das in Zukunft so machen, dass ich immer quasi 2 Folgen am Stück aufnehme, weil ich finde, für eine Folge ist es fast zu lang, dass ich das dann lieber immer teile und dafür das Ganze nicht überhetze. Was meint ihr dann dazu? Ich denke, so würde ich das machen. Was haben wir hier? Sind wir dann schneller, wenn wir hier sowas lesen? Lies dieses Buch, um die Trinkgelder von Gästen leicht zu erhöhen. Oh! Hehoi! Ich kaufe nochmal was nach. So. Gut, oh hier, Ende des Tages haben wir auch schon. Bilanz heute, wir haben 30 Gewinn gemacht. Hier. Anlagekosten, Online-Shop-Kosten. Wie kann denn die Bilanz 80 sein, wenn ich 230 eingenommen habe und 200 ausgegeben habe? Interessant. So, haben wir noch eine Meldung bekommen? Juhu, Pferdenachrichten, neuer Champion im Strohballenrennen. Kadi hat die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen und das Strohballenrennen gewonnen. Yay! Also ihr Lieben, ich würde sagen, es geht dann morgen weiter mit einer weiteren Folge. Ich lasse die jetzt am Stück. Ich glaube, die teile ich auch schon, weil die ist halt jetzt echt gerade mal knapp 30 Minuten lang. Das ist dann halt blöd für euch zu gucken. Wenn ich jeden Tag so mega lange Folgen bringe, dann mache ich es echt lieber so, ich nehme immer am Stück auf und cutte das Ganze dann immer. Das heißt, wundert euch aber nicht, wenn die eine Folge endet, ohne dass ich was sage und die nächste Folge dann anfängt, ohne dass ich was sage. Werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich schon gewundert haben, ich denke mal in die Folge gestern, in den ersten Part dieser Folge, habe ich dann eine Anmerkung als Kommentar geschrieben. Ich verabschiede mich dann für heute von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut, bis morgen zur nächsten Folge. Mein Gestüt, ein Leben für die Pferde.